Der Machtkampf um das höchste Amt im US-Parlament geht heute in die nächste Runde. Die Republikaner, die im Repräsentantenhaus die Mehrheit stellen, sind gestern Abend auch im sechsten Anlauf damit gescheitert, einen neuen Vorsitzenden für die Kongresskammer zu wählen. Der bisherige Fraktionschef McCarthy erhielt auch bei drei neuen Versuchen keine ausreichende Mehrheit unter seinen Parteikollegen. Die Verweigerer sind zumeist aus dem rechten Parteiflügel und halten ihn für nicht konservativ genug. Wieder ein langer Tag im politischen Washington. Wieder ein gescheiterter Versuch, einen Sprecher für das Repräsentantenhaus zu finden. Oder, wie die beteiligten Abgeordneten mittlerweile scherzen, Kollegen, täglich grüßt das Murmeltier. Denn wie der Dienstag endet auch der Mittwoch mit einer historischen Schlappe für Kevin McCarthy. Wieder nicht die nötige Mehrheit, wieder verweigern ihm 20 Mitglieder seiner eigenen Partei die Stimme. Es wurde kein Sprecher gewählt. Doch je länger die Blockade dauert und das Repräsentantenhaus faktisch handlungsunfähig ist, desto ungehaltener werden die Unterstützer McCarthys. Sure. Sicher, es ist chaotisch. Aber Demokratie ist chaotisch. Eine Mehrheit ist nur eine Mehrheit, wenn wir zusammenarbeiten. Doch die ultrakonservativen Hardliner rücken nicht von ihrer Position ab. Und so wird die Abstimmung erneut vertagt und dann umgehend das Licht gelöscht im Sitzungssaal. Ich denke, es macht Sinn, dass wir erst einmal wieder Gespräche führen. Gespräche, die ihm die fehlenden Stimmen sichern sollen. Doch noch ist keine Lösung in Sicht für die verfahrene Situation, die den Kongress ins Chaos gestürzt hat. Fortsetzung also am Mittag.